Hallo und willkommen zu unserem Türchen Nummer 20 unseres Subraum-Adventskalenders und einen schönen vierten Advent wünsche ich euch. Heute möchte ich mich mal kurz mit dem, es könnte auch ein längeres Thema werden, aber wir wollen uns ja in unserem Türchen, haben wir uns ja einen gewissen Zeitrahmen gesteckt und den wollen wir auch, wenn möglich, nicht überschreiten. Und zwar will ich mich mit dem Thema Impfen, Impfstoffe kurz beschäftigen. Es ist ja in der letzten Zeit in aller Munde der Corona-Impfstoff, mRNA-Impfstoff. Wir wollen mal gucken, was gibt es für Impfstoffarten? Was ist dieser mRNA-Impfstoff? Wie wirkt er? Wie ist das Zulassungsverfahren in Europa? Warum brauchen wir so viel länger als die Amerikaner und die Briten? Es wird ja erwartet, dass dieser mRNA-Impfstoff von den europäischen Arzneimittelbehörde kommenden Montag bereits genehmigt wird. Da es je nach Krankheitserreger unterschiedliche Sonderformen von Impfungen gibt und Impfstoffarten, will ich nur mal das anreißen, was es an Impfstoffarten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 oder Covid-19 gibt, beziehungsweise welche für die Entwicklung dort eine Rolle spielen. Es gibt den sogenannten Lebendimpfstoff, beziehungsweise lebend attenuierte Impfstoffe. Dann haben wir die Totimpfstoffe, zu denen Ganzvirus, Untereinheiten, Subunits und Spaltimpfstoffe gezählt werden. Vektorimpfstoffe und den sogenannten mRNA-Impfstoff. Wollen wir doch mal gucken, was diese einzelnen Impfstoffe unterscheidet. Was sind Lebendimpfstoffe? Wie sich schon aus dem Begriff ableiten lässt, enthalten diese Impfstoffe lebende Erreger, die sich noch zwar vermehren können, aber denen diese krankmachenden Eigenschaften hoffentlich abgezüchtet wurde. Man spricht hier auch von sogenannten attenuierten Erregern. Beispiele sind gegen Masern, Mumps, Röteln. Also das, was jeder von uns als Kind gekriegt hat, die Mumps, Masern, Rödelimpfung. Was haben wir dann noch? Dann haben wir Totimpfstoffe. Totimpfstoffe kann man auch wieder aus dem Begriff ableiten, sind Impfstoffe mit halt abgetöteten, also nicht mehr vermehrungsfähigen Krankheitserregern. Hierzu zählen auch die Impfstoffe, die nur Bestandteile oder einzelne Moleküle dieser Erreger enthalten. Je nach Art der Herstellung und dem Grad der Aufreinigung spricht man von Ganzvirus-, Spalt- oder Untereinheiten-Impfstoffen. Beispiele für diese Art von Impfstoff sind die Impfstoffe gegen Hepatitis A. Das wäre ein Ganzvirus. Und dann Influenza, das wäre ein Spalt- und Subunit-Impfstoff. Dann haben wir die Vektorimpfstoffe. Vektorimpfstoffe bestehen aus für den Menschen harmlosen Viren, den sogenannten Vektoren. Die Vektoren sind im Menschen nicht oder nur sehr begrenzt vermehrungsfähig. Damit das menschliche Immunsystem jetzt eine Abwehr gegen diesen Krankheitserreger aufbauen kann, gegen den geimpft werden soll, gibt es da zwei Möglichkeiten mit diesen Vektorimpfstoffen. Und zwar wird ein Molekül der Virushülle von diesem Vektorvirus ausgetauscht gegen ein Molekül aus der Hülle des Krankheitserregers. Oder der Vektor enthält die Informationen zum Aufbau von einem oder mehreren Proteinmolekülen des Krankheitserregers, welches dann wiederum in der Zelle abgelesen wird, die infiziert wird. Und dort werden die Antigene des Krankheitserregers hergestellt und lösen somit eine Immunreaktion aus. Allerdings muss bei der Veränderung dieser Vektoren, also dieses Vektorvirus, muss darauf geachtet werden, dass der weiterhin unbedenklich für die Menschen und für die Umwelt ist. Ein Beispiel für so einen Vektorimpfstoff ist der Impfstoff Ervebo. Und dieser ist gegen Ebola. Kommen wir zu dem Impfstoff, der momentan in aller Munde ist, dieser Begriff, der mRNA-Impfstoff. Was sind mRNA-Impfstoffe? Bei diesen Impfstoffen
werden keine Krankheitserreger oder deren Bestandteile, die sogenannten Antigene, für die Immunisierung benötigt. Denn durch die Impfung wird der Zelle im Muskelgewebe in Form dieser mRNA oder auf Deutsch Boten-RNA nur die Information für ein gewisses Antigen des Krankheitserregers mitgegeben. Und ähnlich wie bei einer richtigen Infektion beginnt jetzt die Zelle nach diesem Bauplan dieser mRNA die Produktion dieses Antigens, dieses Proteins. Und dieses Protein löst dann die Immunreaktion aus, und zwar aufgrund dieses einzelnen Proteins. Und dadurch, dass es nur ein einzelnes Protein ist, ist keinerlei Infektionsrisiko vorhanden. Die Frage, ob dieser mRNA-Impfstoff unser Erbgut verändern kann, kann man ganz klar mit Nein beantworten, da es sich schon auf chemischer Grundlage um zwei unterschiedliche Moleküle handelt. Das eine ist RNA, das andere ist DNA. Dieses RNA-Molekül kommt auch nur in das Zellplasma. Unsere DNA ist im Zellkern gut geschützt und beide kommen auch nicht miteinander in Verbindung. Dazu, wie dieser mRNA-Impfstoff wirkt, packen wir euch in die Shownotes ein Video vom Robert-Koch-Institut, wo der Martin Motter das sehr anschaulich und doch leicht verständlich erklärt, wie dieser mRNA-Impfstoff funktioniert und dass die mRNA auch nicht in Verbindung kommen kann mit der DNA. Die Frage, warum haben wir so viele unterschiedliche Impfstoffarten? Das ist ganz einfach, weil unterschiedliche Erreger auch unterschiedliche Eigenschaften und somit auch unterschiedliche Anforderungen an die Impfstoffarten haben. Denn nicht alle Impfstoffarten sind für alle Krankheitserreger geeignet. Und in umfangreichen Tests wird daher dann geprüft, welche Impfstoffart sich am besten für eine bestimmte Krankheit eignet. Jetzt ist die Sache, wer ist in Europa für die Zulassung der Impfstoffe zuständig? Bei uns in Europa ist das die Europäische Arzneimittelbehörde, die diese Impfstoffe auf ihre Zulassung hin prüft. Die sogenannte EMA koordiniert das Verfahren und die Europäische Kommission spricht dann die Zulassung aus. Sie gilt nicht nur für die Europäische Union, sondern auch für den europäischen Wirtschaftsraum dann, der neben den EU-Staaten auch halt Norwegen, Island und Liechtenstein umfasst. Wie läuft jetzt das Zulassungsverfahren ab? Damit Arzneimittel, darunter auch der mRNA-Impfstoff, in Europa eingesetzt werden darf, muss dieses Präparat den gesetzlichen Anforderungen genügen. In einem zentralisierten Zulassungsverfahren legen die Hersteller die Daten und Unterlagen vor, die zeigen sollen, dass der Impfstoff nicht nur wirksam und sicher ist, sondern auch noch qualitativ hochwertig. Zudem muss halt auch das Nutzen die Risiken deutlich überwiegen. Auch der Covid-19-Impfstoff wird nach diesem Prinzip geprüft und zugelassen. Allerdings muss es natürlich, da wir in einer Pandemie sind, hier etwas schneller gehen. Doch nicht jeder Schritt der Zulassung lässt sich halt beschleunigen. Insbesondere die klinischen Prüfungen erfordern halt Zeit. Und so kann es schon mal sein, dass so ein Zulassungsverfahren bis zu 210 Werktage dauert. Dieses Verfahren wird halt von der EMA koordiniert und ist das Regelverfahren der europäischen Zulassung. In diesen 210 Tagen beurteilen Arzneimittelexperten und Expertinnen der nationalen Arzneimittelbehörden der EU-Mitgliedstaaten, schwere Wörter, die vom Antragsteller bei der EMA vorgelegten Unterlagen. Kommen dann Fragen auf während des Bewertungsprozesses, kommt es zu einem sogenannten Clockstop. Was ist ein Clockstop? Während diesen Clockstops bereitet der Antragsteller seine Antworten auf die Fragen vor, die ihm die Experten gestellt haben. Von diesen Clockstops gibt es zwei. Der erste Clockstop dauert 3 bis 6 Monate und der zweite 1 bis 3 Monate. Daraus ergibt sich, dass in der Regel etwa ein Jahr dauert, bis so ein Zulassungsantrag für ein neues Arzneimittel bewertet wurde.
da dies ja jetzt ein recht langer Zeitraum ist von einem Jahr, stellt sich natürlich die Frage, warum kommt der Covid-19-Impfstoff jetzt so schnell? Dazu gibt es drei beschleunigte Zulassungsverfahren. Auch diese sind standardisierte Verfahren, die unter bestimmten Voraussetzungen für eine frühzeitige Zulassung eines Medikamentes und auch des Covid-19-Impfstoffes ermöglichen. Das ist einmal die Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen, das beschleunigte Bewertungsverfahren und die bedingte Zulassung. Was ist die Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen? Und zwar sind diese außergewöhnlichen Umstände dann, wenn es sich um eine relativ sehr seltene Krankheit handelt oder wenn es ethische Bedenken gegen bestimmte Studien gibt, dann kann man ja nicht erwarten, dass die üblicherweise erforderlichen umfassenden Daten erhoben werden können und die Aussicht auf eine später reguläre Zulassung relativ gering sind. Dann wird diese außergewöhnlichen Umstände gegeben. Dann haben wir noch das beschleunigte Bewertungsverfahren und das verkürzt halt einfach die Bewertungszeit von 210 Werktage auf 150 Werktage. Voraussetzung dafür ist, dass die EMA dem Arzneimittelentwickler eine beschleunigte Beurteilung überhaupt gewährt. Aber auch das kommt ja für Covid-19 nicht in Frage. Schneller geht es bei der bedingten Zulassung. Die kann sofort erteilt werden, ist allerdings an Auflagen geknüpft und zeitlich begrenzt. Ein Arzneimittel kann im Interesse der Allgemeinheit sofort zugelassen werden, wenn zum Beispiel der Vorteil der schnellen Verfügbarkeit des Arzneimittels die entstehenden Risiken überwiegt. Bedingte Zulassungen sind ein Jahr lang gültig und können jährlich erneuert werden. Allerdings hat der Zulassungsinhaber auch bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen. So zum Beispiel muss er laufende Studien abschließen oder bestimmte Fragestellungen neu erforschen. Denn der Hersteller muss natürlich auch nach der Zulassung umfassende Daten vorlegen, die ständig das Nutzen-Risiko weiterhin bewerten und muss auch weiterhin positiv bewertet werden. Im günstigsten Fall liegt dadurch schließlich genügend Daten vor, über das das Arzneimittelprodukt dann regulär zugelassen werden kann. Jetzt denkt ihr halt, ist das wirklich eine normale Zulassung oder ist das nicht auch so eine Notfallzulassung wie in den USA oder in Großbritannien? Nein, es ist keine Notfallzulassung. Der Unterschied ist, durch diese Notfallzulassung das Medikament oder der Impfstoff so lange in den Verkehr gebracht werden kann, wie diese Notsituation anhält. Eine Notfallzulassung ist nicht mit dem, was wir in der EU haben, vergleichbar. Bei der EU-Zulassung muss der Nutzen im Sinne der Wirksamkeit nachgewiesen werden. Solch ein Nachweis ist allerdings bei dieser Notfallzulassung wie in Amerika oder Großbritannien nötig. Dort muss einfach der vermutete Nutzen dem Bekannten gegenübergestellt werden. Also sieht man, dass das sogenannte Notfall- oder schnellere Verfahren in der EU trotzdem mehr Daten und Sicherheit erfordert und bringt, als jetzt diese Notfallzulassung in den USA oder Großbritannien oder auch Kanada. Jetzt ist natürlich dieses Wort mRNA ein Wort, was mittlerweile die Nation, vielleicht auch die Welt, ich weiß es nicht, spaltet. Aber eins kann man sagen, mRNA-Impfstoffe sind ja nicht neu. Es wird seit ungefähr fast 3 Jahrzehnten daran geforscht, an solchen Impfstoffen. Es gibt auch dazu klinische Studien und es ist halt nichts Neues. Es ist halt Angst vor einem Impfstoff, den es bisher noch nie in dieser Form gab, für einen Virus, der allein schon die Ängste der Menschen schürt. Und natürlich werden diese Ängste auch von gewissen Gruppierungen aufgenommen und weitergeschürt. Vielleicht aus Unwissenheit, aus eigener Angst, aus Angst, das Unwissen zuzugeben. Oder sie verstehen es nicht, sie können es nicht verstehen, wollen, wie auch immer, keiner. Wir wollen uns hier da auch kein Urteil über diese Leute
bilden. Es gibt halt Leute, die Angst haben. Das ist, liegt in der Natur des Menschen, vor dem Unbekannten Angst zu haben. Aber auch nur, wenn wir mutig voranschreiten, kommen wir voran. Und ich möchte keinem das Recht darauf, Angst zu haben, absprechen. Allerdings ist es hier eine Wissenschaft und keine Glaubensschaft, sonst hieß es Glaubensschaft. Ich hoffe, ich konnte euch das Impfstoffverfahren und die Impfstoffarten und den mRNA-Impfstoff etwas näher bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Viert Advent und verbleibe bei euch mit einem Nodder.